2015, 2016 ganz ad hoc die Aufgabe bekommen, das Camp, die Aufnahmestelle in Fallingbostel aufzubauen. Das war vor meiner Zeit, aber da mussten wir ad hoc Personal stellen, um diese zentrale Aufnahmestelle, ich glaube, da wurden 3.000 bis 5.000 Geflüchtete aufgenommen. Und da mussten meine Leute ran, dies ad hoc bewältigen. Das war schon ein Schlag ins Kontor, das eben mal zu tun, obwohl es, und das sage ich nochmal ganz deutlich, nicht zu unseren Kernkompetenzen gehört. Als Amt für regionale Landesentwicklung gehört es zu unseren Kernkompetenzen, die Region, den ländlichen Raum zu entwickeln, Nutzungsansprüche im ländlichen Raum zu organisieren, verschiedene Ansprüche auf die Fläche zu organisieren, zwischen Landwirtschaft, Naturschutz, Kommunen, da sozusagen Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir dann sozusagen als Außenstelle des Landes, das Land sagt, wenn es neue Aufgaben gibt, Mensch, da haben wir doch so eine Behörde in Lüneburg und an drei anderen Standorten Niedersachsen, quasi so als Außenstelle. Die können mit unterschiedlichen Interessen umgehen, die können vernetzen, die können Akteure zusammenbringen, die können Lösungen erarbeiten. Das ist dann sozusagen die Rolle, in die wir hier kamen. Und dieses Thema Integration, Behinderung, dieser ganze Sozialbereich ist nicht unsere Kernkompetenz. Und trotzdem, und ich bin froh darum, werden wir in diese Aufgaben eingespannt als Vorortstelle des Landes. Und meine Leute haben sich darauf eingestellt und ziehen das Thema mit durch, weil wir es für wichtig halten, weil wir es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen und weil wir merken, wir können es. Wir können Menschen zusammenbringen und vernetzen und zu Themen Lösungen erarbeiten. Und so sind wir sozusagen in diese Rolle hier reingekommen. Und da ist in der Tat unsere Aufgabe für das Land, diese Integrationskonferenzen und diese Zusammenarbeit mit dem Bündnis Niedersachsen packt an, hier zu leisten und das Bündnis hier vor Ort hin zu transportieren. Und das ist unsere Rolle. Ist vielleicht ein bisschen weniger, als Sie jetzt erwartet haben an Rolle. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist unsere Rolle. Wir füllen sie gerne aus und ich glaube, wir füllen sie auch ganz gut aus. Ja, also die Fragen richten sich, glaube ich, mehr noch an Frau Steinrücke, denn die Kommunen, sei es Landkreise oder Städte und Gemeinden, hatten ja die große Aufgabe, die Flüchtlinge, die zu uns kamen, erstmal gut unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Da war meine Behörde tatsächlich gar nicht stark eingebunden. Wir sind ja ein Amt für regionale Landesentwicklung, insofern hatte die uns die Aufgabe nicht so betroffen. Sie hat uns aber dann schon hinterher betroffen, weil wir hinterher gefordert waren, das große Thema, was dann vor uns lag, nachdem die untergebracht waren, die Integration durchzuführen oder die Integration zu bewältigen. Das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da waren wir in der Tat sehr gefordert und wirken mit, unter anderem durch Konferenzen wie diese hier. Aber ich sage sehr deutlich, meine Behörde ist, glaube ich, eine, die weniger dazu beiträgt, das liegt sehr viel stärker bei den Kommunen. Gleichwohl haben wir gesehen, dass sich viele jetzt seit 2015 sehr, sehr gut eingestellt haben auf die Situation, die wir haben. Wir haben Strukturen verändert und angepasst. Und ich glaube, wir haben alle gemeinsam ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie wichtig die Integration ist, dass es eben nicht reicht, die Geflüchteten unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen, sondern wir haben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Integration und da wirken wir als Behörde tatsächlich dran mit. Die Herausforderung ab 2015 war zunächst tatsächlich Unterbringung. Also wenn ich jetzt zurückblicke, sind insgesamt etwa 2500 Menschen zusätzlich zu uns nach Lüneburg gekommen. Wir hatten, als ich auch gerade frisch nach Lüneburg gezogen bin, also ich bin 2014 nach Lüneburg gekommen und dann direkt mit diesem Thema befasst gewesen. Das ist ganz interessant, dann lernt man eine Stadt sofort ganz anders kennen. Durch viele, viele Bürgerversammlungen, die wir gemacht haben. Wir hatten zwei Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete und die Herausforderung war, in der gesamten Stadt Gemeinschaftsunterkünfte dezentral zu finden, nicht zu große Einrichtungen, menschenwürdige Unterbringung, das heißt möglichst auch eigene Wohneinheiten, das heißt mit einem Sozialarbeiterschlüssel von 1 zu 50 Betreuung, was wir dann wiederum mit dem Landkreis verhandelt haben und auch gut mit dem Landkreis zusammengearbeitet haben, von dem wir ja diese Aufgabe übertragen bekommen haben. Das Thema war vor allem Unterbringung.
Und dann nach und nach, genau wie Frau Scherf sagt, sind wir in die Strukturen gekommen. Also erstmal haben wir Unterkünfte geschaffen, Sozialarbeit vor Ort vorgehalten und gesehen, dass wir die Menschen, insbesondere die Kinder und Jugendlichen, schnell in Schule und Bildung bekommen, dass wir Ehrenamt aktivieren und vor allem die Gesellschaft mitnehmen. Wir sind für jede Einrichtung, wenn sie noch so klein war, selbst für kleine Wohneinheiten mit 5 Personen in Anwohner- und Bürgerversammlungen gegangen, um wirklich hier auch dafür zu sorgen, dass wir alle Menschen mitnehmen und dass wir auch den Sorgen und Ängsten begegnen, was insbesondere nach der Silvesternacht auch noch mal etwas gravierender war. Also die Bürgerversammlungen nach dieser Silvesternacht in Köln waren dann auch nicht mehr so ganz so von Begrüßungs- und Willkommenskultur geprägt. Das ist uns gut gelungen und wir haben dann nach und nach eben auch die Strukturen geschaffen. Ich bin ja Dezernentin für Bildung, Jugend und Soziales, das heißt, im Grunde genommen habe ich das große Glück, dass ich nämlich diese Bereiche Soziales und Integration in einem Fachbereich habe. Also ich habe sowohl das ganze Leistungsspektrum aus dem Asyl-BRG, aus der Sozialhilfe, aus der Eingliederungshilfe, als eben auch die sozialpädagogische Leistung in einem Fachbereich. Und das haben wir jetzt im Laufe der letzten 5 Jahre eben auch organisatorisch aufgebaut und dann, damit möchte ich dann erstmal auch schließen, eben auch viel zum Thema Haltung der Mitarbeitenden gemacht, um eben auch interprofessionell arbeiten zu können, interdisziplinär miteinander arbeiten zu können. Die Baustelle, die wir immer haben, ist die, dass der Gesetzgeber, Bund und Land sich das toll vorstellen, dann sagen, die Kommunen müssen machen und insbesondere in Niedersachsen, das Land sich ja sehr, sehr schwer getan hat mit den entsprechenden Richtlinien. Das heißt, wir eigentlich bis heute, Ende letzten Jahres gar nicht wussten, wie sollen wir es denn umsetzen. Was in Lüneburg tatsächlich ein großer Vorteil ist, dass wir vieles von dem, was das Bundesteilhabegesetz macht, schon vorher gemacht haben, vielleicht zu meiner Herkunft. Ich bin Sozialarbeiterin, ich habe ganz lange im Jugendamt, im Allgemeinen Sozialen Dienst gearbeitet. Das heißt, das ganze Thema Hilfeplanung kenne ich und ich habe alle unsere Leistungsabteilungen auch genau dahin von vornherein entwickelt, dass wir, egal ob das jetzt eine Hilfeplanung im SGB 8 oder nach anderen Verfahren ist, immer diese Teilhabeplanung, die Hilfeplanung mit den Menschen selbst und im Netzwerk machen. Das ist ein Vorteil. Nichtsdestotrotz steht jetzt an, auch mehr Personal nochmal zu gewinnen, Personal auch nochmal anders zu schulen. Und was wir jetzt organisatorisch machen werden, ist eben eine Fachstelle fürs BTHG einzurichten. Wir können schneller sein, würde ich mir auch wünschen. Corona hat uns das alles nicht so ganz so leicht gemacht. Personal zu finden, das wissen Sie alle auch, ist auch nicht so einfach, aber da sind wir auf dem Weg. Was ich bedauerlich finde in diesem ganzen Bereich bei Menschen mit Behinderungen ist, dass es dem Gesetzgeber nicht geglückt ist und er sich das nicht so recht traut. Ich komme aus der Kinder- und Jugendhilfe, dass die große Lösung gekommen ist, weil ich finde, da haben wir immer noch eine Abgrenzung, da ist es immer noch sehr schwierig, auch Herr Kohlstedt, wenn Sie sagen, Kinder und Jugendliche sind genug im Blick, ich finde auf der anderen Seite auch, wir können gar nicht genug tun für unsere Kinder und Jugendliche, gerade diejenigen mit Behinderung, gerade dann, wenn sie auch noch einen Fluchthintergrund haben und hier hätte ich mir vom Gesetzgeber gewünscht, dass die große Lösung kommt und wir versuchen, das ist so ein bisschen so, wie Sie das gesagt haben, wir versuchen das immer möglich zu machen, was uns denn die gesetzlichen Rahmenbedingungen denn auch ermöglichen. Und vielleicht dazu nochmal, das ist in Verwaltung immer dann auch eine Frage der Haltung. Also da auch zu gucken, was lässt eigentlich der gesetzliche Rahmen zu und was können wir für den Menschen möglich machen, der da vor uns sitzt und der Unterstützung braucht. In 2014 hat das Land diese Koordinierungsstellen angefangen zu fördern mit einer Richtlinie, die allen Landkreisen und kreisfreien Städten die Möglichkeit gab, einen Personalkostenzuschuss zu bekommen. Der Landkreis Celle hatte schon 2008 eine Stelle für Migration und Integration eingerichtet, hatte ein Handlungskonzept erstellen lassen und das, was da an wenigen Strukturen da war, war sozusagen im Blick. Diese Stelle war auch meine Stelle schon seit 2008 und seit 2014 haben wir sie fortgeführt als Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe. Das war sozusagen ein Minimum, was es dann auch schon in der Landkreisverwaltung gab und
2015 haben dann, glaube ich, alle Landkreise auch den Schuss gehört, sage ich mal, dass es wichtig ist, Strukturen zu haben, Stellen zu haben, die sich darum kümmern. Und wir waren insofern gut aufgestellt, dass wir eine gute Vernetzung schon hatten, weil Vernetzung ist eine der wichtigsten Aufgaben, Koordination. Koordinieren lässt sich natürlich nur jemand, der irgendwie entweder, also dafür braucht man einen gesetzlichen Hintergrund oder Geld, hatten wir beides nicht als Koordinierungsstellen, aber trotzdem waren wir gut vernetzt und Öffentlichkeitsarbeit und Beratungsarbeit für die Akteure, also nicht für die Zugewanderten, sondern für die Ebene dazwischen, war unsere Aufgabe und das war sehr hilfreich in diesem Moment. Aber man muss sagen, es gab wenig Strukturen und es mussten Strukturen erst noch weiter aufgebaut werden und wurden dann auch. Also Wohnraum, muss man sagen, ist für den Landkreis Celle nicht das Problem, nicht die Herausforderung gewesen, weil wir eine Heranziehungssatzung haben, schon seit vielen Jahren, die ja eigentlich eine Aufgabe der Landkreise ist, Menschen, geflüchtete Menschen aufzunehmen, unterzubringen und zu versorgen. Die hatten wir schon im Landkreis Celle seit langem an die kreisangehörigen Kommunen delegiert, sodass wir keine Containerdörfer hatten, dass wir keine Großaufnahmeeinrichtung hatten. Aber wir haben natürlich auch nicht die dazugehörende Sozialarbeit dann gebraucht. Und sehr viel ist übers Ehrenamt gelaufen und dieses Ehrenamt ist jetzt dabei abzubröckeln, weil die Aufgaben einfach sich komplett verändert haben. Es ging darum, Leuten den Start zu ermöglichen, den Dachboden aufzuräumen und irgendwelche Kinderspielzeuge und alten Kochtöpfe weiterzugeben. Es ging darum, Sprache zu ermöglichen, ÖPNV zu erklären, Supermarkt zu erklären, Kontakte zu Ärzten und Gesundheitseinrichtungen herzustellen. Jetzt sind die Aufgaben sehr viel komplexer und komplizierter geworden. Familiennachzug, Härtefallkommission und so weiter und so fort. Also Ehrenamt hat sich komplett verändert auch. Wohnraum ist nicht unser Problem sozusagen. Was gut war im Landkreis Celle war, dass der Landkreis zwei Förderrichtlinien auf den Weg gebracht hat. Eigene Förderrichtlinie einmal für den Wohnraum, der dann geschaffen wurde in den Kommunen. Aber zum anderen auch eine Personalkostenförderung. Dadurch sind entstanden in allen unseren 12 kreisangehörigen Kommunen hauptamtliche Stellen, mit denen wir jetzt sehr gute Arbeit leisten können, Vernetzung, Beratung, sehr gut aufgestellt sind und das ist sozusagen eine ganz wichtige Sache. Ansonsten ist das, was auch schon gesagt wurde, Arbeitsmarkt ein ganz wichtiges Thema, Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen. Da brauchen wir zum Beispiel ehrenamtliche Betreuung bei den jungen Menschen, die in Ausbildung gehen. Und dann diese gesamtgesellschaftliche Stimmung, die an vielen Stellen zu erkennen ist an Diskriminierung, Rassismus, Extremismus. Da, glaube ich, müssen wir jetzt ganz genau hingucken und versuchen, Strukturen aufzubauen, die dem entgegenwirken. Bevor ich zu den Netzwerken komme, weil da muss ich trotz der Kritik von Herrn Kohlstedt ihm doch recht geben, dass Netzwerke allein ja auch noch nicht das Heilbringende sind. Ich finde es wichtig, mal zu gucken, wo stehen wir im Moment. Und wenn ich mir so das Thema des heutigen Tages angucke, dann muss ich für mich selbst sagen, dass das in meinem Bewusstsein tatsächlich auch nicht so da war. Ich werde auf jeden Fall Ihren Leitfaden in unser Konzept einarbeiten, dass wir aber diese Fälle nicht haben. Und das finde ich viel erschreckender. Wir haben von diesen Fällen, wo wir die Möglichkeit tatsächlich auch gegeben haben, obwohl es eigentlich irgendwie nicht geht, aber man guckt ja, dass es geht, nur 5 Antragstellende in den vergangenen Jahren gehabt. Und ich glaube jetzt nicht, dass es die Fälle nicht gibt, sondern dass die nicht zu uns kommen. Und das ist etwas, so wie Sie es auch gesagt haben, wie kommen wir da eigentlich hin, die Menschen zu sensibilisieren und auch ihnen Mut zu machen, sich zu melden. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall aus dieser Veranstaltung mitnehme. Und was mir im Vorfeld nochmal durch den Kopf gegangen ist, beide Themen Behinderung und
Flucht und Geflüchtete, also Integration und Inklusion sind Querschnittsthemen, aber allein, dass wir noch von Integration und Inklusion reden, zeigt schon, dass wir mit geflüchteten Menschen doch immer noch ein bisschen vorsichtiger umgehen wollen. Auch da hätte ich mir gewünscht, dass wir in den 5 Jahren eher von der Integration zur Inklusion gekommen wären und nicht immer noch sehr viel Sorge haben. Wir wollen ja nun nicht auch noch die geflüchteten Menschen in unsere Gesellschaft inkludieren und uns womöglich auch noch danach verändern. Das ist, finde ich, ein gesellschaftliches Problem und Phänomen, das wir angehen müssen. Das sehe ich auch so, dass insgesamt die gesellschaftliche Stimmung eine andere geworden ist. Dafür braucht es dann wiederum Netzwerke, das stimmt. Wir haben diese Netzwerke in Lüneburg, da sind wir unterschiedlicher Meinung, Herr Kohlstedt. Wir haben einen großen Integrationskongress gemacht, daraus sind mehrere Arbeitsgruppen entstanden. Klar sind Netzwerke dann auch mal E-Mail-Verteiler, aber hier sind tatsächlich Themen bearbeitet worden. Und diese Netzwerke leben weiter. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht alle Institutionen aufzählen, aber klar, die Wohlfahrtsverbände, die Kirchen, auch der Integrationsbeirat, ein ähnlich streitbares Gremium wie der Behindertenbeirat. Also wir haben ja auch eine sehr aktive Stadtgesellschaft. All diese Kooperationspartner in diesem Bereich sind wichtig, genau wie das Ehrenamt. Ich erlebe das auch, dass das etwas wegbricht, aber sich auch verschiebt hin, eher jetzt in die Quartiere. Und da komme ich zu einem Punkt, der mir sehr wichtig ist. Wir haben in der Hansestadt mehrere Stadtteilhäuser. Wir haben ein Stadtteilkonzept. Wir haben Quartierskonzepte, Quartiersmanager. Und jetzt ist die Aufgabe, die Menschen in die Stadtteile, in die Quartiere, in die Gesellschaft zu bringen, wenn sie nicht schon vor Ort wohnen. Und da auch mit Ehrenamt, mit den Strukturen, die wir in der Quartiersarbeit haben, eben die Menschen zu inkludieren und teilhaben zu lassen in allen Bereichen, die wir eben haben. Zum Thema Wohnraum vielleicht noch, das ist in Lüneburg ein riesengroßes Thema. Wir haben einen enormen Wohnraummangel. Es mangelt uns vor allem an bezahlbarem Wohnraum. Wir haben keine einfache politische Situation, das ist so, dass es auch immer schwierig ist, auch entsprechende Wohngebiete vielleicht auch nochmal ausweisen zu können. Lüneburg ist da auch eingeschränkt in der Fläche. Und wir haben soziale Brennpunkte, der Stadtteil Kaltenmoor ist bekannt, wo es dann besonders schwierig ist, wenn alle Menschen mit Fluchthintergrund dann aus den Gemeinschaftsunterkünften oder nach Anerkennung aus dem ländlichen Bereich in diese Problemstadtteile zieht. Das heißt, diese Verknüpfung mit dem ländlichen Bereich begrüße ich sehr, weil wenn wir über Teilhabe reden, dann müssen wir eben auch über Mobilität reden, über die Frage, wie können wir es auch im ländlichen Bereich für geflüchtete Menschen attraktiver machen, sodass nicht, sobald die Anerkennung da ist, der Zuzug in die Städte noch stärker wird, weil bei aller Willkommensbereitschaft und aller Inklusionsbereitschaft haben wir irgendwann tatsächlich auch problematische Situationen in bestimmten Vierteln, weil uns schlichtweg der Wohnraum fehlt. Allerhand Projekte, die jetzt zum Thema Arbeitsmarktintegration ganz wichtig sind. Also da ist auch bei uns eben TAF ein ganz großes, wichtiges Projekt, das wir seit vielen Jahren haben. Start Guide, ein Projekt, was sozusagen Nachfolge von den Integrationsmoderatoren jetzt werden soll, wollen wir auf jeden Fall wieder haben, auch im Landkreis Celle, die Willkommenslotsen der Kammern, aber inzwischen auch viele Ehrenamtsprojekte, die ganz konkret jetzt da ansetzen, wo helfe ich Leuten in Ausbildung, in den Übergang Schule-Beruf zu bewältigen und in Arbeit zu kommen. Wir haben ja sehr viele Netzwerke zum Thema Arbeitsmarktintegration, Beratungsinstitutionen, die Integrationsbeauftragten, von denen ich erzählt habe, die es in den Kommunen gibt, hauptamtliche. Mit allen sind wir vernetzt, laden die ein zu Sitzungen. Zum Thema Gesundheit haben wir ein Netzwerk. Und ich weiß nicht, ob es immer Sinn macht, wenn jemand, der jetzt nicht hauptsächlich sich mit dem Thema Integration beschäftigt, in so ein Netzwerk immer mitarbeitet. Aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, Leute einzuladen. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, Dinge bei uns auf die Internetseite zu stellen, wir etwas vorzustellen, über E-Mail-Verteiler weiterzuleiten, was zum Beispiel ja Christian Wüstenberg auch gesagt hat, was er über seinen KMN-Verteiler macht. Das hat große, sehr weitreichende Wirkung, wenn das gemacht wird.
Wir sitzen bei uns in der Landkreisverwaltung im Sozialamt ganz eng, auch mit den Leuten, die in diesem Bereich Teilhabegesetz arbeiten. Wir können da viel auf den Weg bringen, denke ich. Ja, wir haben ja diese Stelle. Ich habe zwei Fachbereiche. Der eine Fachbereich ist so das klassische Jugendamt. Der andere Fachbereich ist Soziales, Integration und Teilhabe. Und in diesem Fachbereich, wie ich gerade schon sagte, ist die Leistungsabteilung, ist das ganze Thema Geflüchtete, ist übrigens auch das Thema Wohnungslose. Und das ist erstmal die Organisationseinheit. In dieser Organisationseinheit arbeiten aber Menschen, die es gerade aus dem Verwaltungsbereich gewohnt sind, in Zuständigkeiten zu arbeiten. Und ich glaube, viel wichtiger als zu sagen, wo ist jetzt eine Stelle und wir haben die Struktur geschaffen, ist jetzt nochmal viel stärker auch hinzugehen und zu sagen, wie können wir untereinander interdisziplinär arbeiten, wie können wir andere Strukturen und Prozesse auch in einer Stadtverwaltung schaffen, die vielleicht auch etwas agileres Arbeiten ermöglichen, um dann eben auf die unterschiedlichen Herausforderungen auch eingehen zu können. Was wir noch gar nicht benannt haben, was ich finde, was wesentliche Stellen sind, wo wir dieses Thema auch stärker positionieren müssen, das sind die politischen Gremien. Also wir haben Ausschüsse, wir haben den Sozialausschuss, wir haben den Jugendhilfeausschuss, den Schulausschuss, wo man auch nochmal über Inklusion in Schule diskutieren kann. Wir haben auch andere Behörden, die Landesschulbehörde und so weiter, die wir in solchen Ausschüssen, auch im Ratsgremium, tatsächlich noch mal stärker informieren können und dieses Thema im Grunde genommen geregelt auch mit auf die Tagesordnung nehmen können. Das ist in den letzten Monaten tatsächlich etwas hinten angestellt worden. Wir konnten keine Gremien machen, Corona-bedingt. Wir hatten aber in der Zeit von 2015 bis 2017 ungefähr in jeder Ratssitzung und eigentlich auch in jedem Sozial- und Jugendhilfeausschuss immer das Thema Flucht, Geflüchtete, Integration. Aber das nehme ich jetzt heute auch nochmal mit. Im nächsten Sozialausschuss werde ich bestimmt über diese Veranstaltung sprechen. Wie Herr Wächter uns dieses Thema Integration und Behinderung auf dem Silbertablett, würde ich fast sagen, serviert hat. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. So sind Sie alle, glaube ich, aufgefordert, oder ich will Sie gerne hiermit auffordern, uns Themen zu benennen, wo Sie sagen, da müssen wir ran und da müssen wir hier eine Plattform bieten. Dann wollen wir diese Plattform gerne bieten. Und mit mir, liebe Frau Wahl, da spreche ich Sie nochmal an, meine ich auch das Niedersächsische Bündnis, Niedersachsen packt an. Und wir haben heute zwei Kolleginnen und Kollegen aus meinem Hause hier, die an das Bündnis berichten werden, was wir heute erfahren haben, die auch berichten werden, wo müssen wir ran, wo ist Informationsbedarf, wo ist Handlungsbedarf, wo müssen vielleicht Richtlinien verändert werden. Also alles, was wir heute diskutiert haben, das wandert nicht jetzt irgendwo im Nirvana und verschwindet, sondern wird transportiert an das Bündnis und da sitzen dann die Akteure zusammen, ich hatte sie heute Vormittag genannt, Kirchen, Unternehmerverbände, die dann überlegen, was machen wir damit? Und die auch vielleicht, darf ich das so sagen, Frau Wahl, ein bisschen Geld haben, um dann darauf zu reagieren. Also das ist die Vernetzung, die wir anbieten. Und es ist nicht, das sage ich wirklich nochmal hier deutlich, an uns diese Themen zu besetzen. Diese Kernkompetenz haben wir nicht. Die haben Sie, Sie können uns liefern und wir bieten dann. So würde ich das sagen. Und ich will nochmal, jetzt haben Sie gesagt, ich habe das Schlusswort. Ich weiß nicht, ob das das richtige Schlusswort ist, aber ich will dann wirklich die Gelegenheit wahrnehmen, mich bei Ihnen zu bedanken. Sie haben viele Beiträge geliefert, das fand ich wirklich sehr beeindruckend und haben uns, da darf ich glaube ich auch in unser aller Name sprechen, das haben Sie ja gehört, an vielen Stellen die Augen geöffnet. Viele Dinge wurden so nicht gesehen, auch nicht von den Experten, das hätte ich Sie jetzt mal zu, Frau Steinhuber, Sie haben es eben so gesagt, ne? Da ist vieles, was wir mit auf den Weg nehmen. Dafür also ein dickes Dankeschön an Sie. Und ich habe es gesagt an Sie, lieber Herr Wächter, Sie hatten eine Idee, Sie haben die Organisation mit meinen Leuten zusammen auf die Beine gestellt, Sie haben das Ganze drumherum aufgebaut, dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn es das Schlusswort ist, dann darf ich Ihnen jetzt alle einen Nachhauseweg erzählen. Ja.